Okay, vielen Dank. Dann begrüßen wir Sie sehr herzlich hier vor Ort, natürlich auch diejenigen, die den Livestream verfolgen, zur Pressekonferenz im Anschluss an die DFL-Generalversammlung, die heute hier in Dortmund stattgefunden hat. Wir begrüßen Hans-Joachim Watzke, der nach den heute erfolgten Wahlen auch weiterhin Vorsitzender des DFL-Aufsichtsrats ist, und Donata Hopfen, die Vorsitzende der DFL-Geschäftsführung. Herr Watzke, herzlichen Glückwunsch zur erneuten Wahl und die Bitte um Ihren Kommentar zur heutigen Versammlung. Ja, vielen Dank und auch an Sie natürlich alle nochmal herzlich willkommen jetzt auch zur PK und subsumierend, vielleicht bevor Donata Hopfen dann die operative Seite beleuchtet, vielleicht ein paar atmosphärische Themen. Also ich glaube, dass wir mit Fug und Recht sagen können, dass wir heute ein großes Signal der Einigkeit der Liga aussenden konnten, was ja keine Selbstverständlichkeit ist, denn diese 36 Clubs haben ja alle auch eine eigene Agenda und die dann entsprechend immer zu bündeln und dann gemeinsam in eine Richtung zu marschieren, das ist, glaube ich, heute gut gelungen. Auch im nicht öffentlichen Teil war sehr stark erkennbar, dass Frau Hopfen mit ihrem strategischen Ausblick auf die wirklich großen Fragen der Liga, wo es, ich habe es schon gesagt, wo es auch dicke Bretter zu bohren gibt, dass das mit einer sehr großen Ernsthaftigkeit gesehen worden ist und auch Notwendigkeiten erkannt worden sind und dass wir aber auf der anderen Seite immer gesagt haben, dass egal welche Entscheidungen wir als Präsidium, Aufsichtsrat etc. irgendwo optional den 36 Clubs vorstellen werden, dass wir immer alle mitnehmen und wie gesagt, dass wir uns aber erst bei vielen Dingen entweder im Anfangsstadium oder mitten im Prozess befinden. Und insofern war das heute beachtlich. Ich habe mich sehr gefreut, dass heute dann auch drei verdiente Persönlichkeiten mit Christian Seifert, Karl-Heinz Rummenigge und Peter Peters entsprechend würdig auch dann zu Ehrenangehörigen der Liga bestimmt worden sind und haben es alle drei über alle Maßen verdient. Und wenn man bedenkt, dass wir auch heute keine Kampfabstimmungen hatten, was Sie vielleicht ein bisschen bedauern mögen, möglicherweise, vielleicht auch nicht, aber Kampfabstimmung ist sicherlich immer auch ein Zeichen von lebendiger Demokratie. Nur Kampfabstimmung, wie das Wort Kampf schon sagt, bedingen auch immer, dass es anschließend Verwundete gibt. Und was auch dann wieder bedeutet, dass so anschließend dann die Wunden erst wieder verheilt sein müssen etc. pp. Und insofern bin ich sehr, sehr glücklich, dass es uns im Vorfeld gelungen ist, da eine große Zustimmung überall zu erzeugen, was sich auch in den Wahlergebnissen dann deutlich dokumentiert hat. Das soll es von mir erstmal gewesen sein. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Watzke und Donata. Die Bitte an dich um deinen Kommentar zur Versammlung. Ja, gerne. Auch ich begrüße Sie ganz herzlich, liebe Journalisten. Gerade ist eine sehr gute Generalversammlung zu Ende gegangen und dafür gilt mein Dank an allen Beteiligten. Besonders danke ich natürlich den Gremienmitgliedern der vergangenen Wahlperiode, die hervorragende Arbeit geleistet haben. Das habe ich auch in der Sitzung eben gerade getan. Und ich gratuliere den neuen gewählten Gremienmitgliedern, Aufsichtsrat, Präsidium und auch den Mitgliedern des Lizenzierungsausschusses. Darüber hinaus gilt auch meine Gratulation den ausgezeichneten Persönlichkeiten des deutschen Fußballs. Gestern Abend schon haben wir Professor Dr. Tim Mayer und Rudi Völler mit dem Ehrenpreis ausgezeichnet und heute dann Peter Peters, Karl-Heinz Rummenigge und Christian Seifert aufgrund ihrer Verdienste für den deutschen Fußball und der DFL zu Ehrenangehörigen erklärt. Und nochmals meinen herzlichen Glückwunsch auch an dieser Stelle an alle fünf Persönlichkeiten, die es alle gleichermaßen verdient haben. Ja, wir haben heute ja die Generalversammlung in zwei Teilen durchgeführt und im ersten Teil heute Morgen haben wir uns im Kreise der Clubs und der DFL ausgetauscht, weil wir im Vorfeld immer gesagt hatten, dass wir die wichtigen Themen zunächst im Kreise der Mitglieder besprechen wollen. Und ich würde gerne Ihnen einen kleinen Einblick geben, was die Themen heute Morgen waren. Aki Watzke hat es eben gerade schon gesagt.
Wir hatten ein Schwerpunktthema, da ging es um die strategische Ausrichtung des deutschen Fußballs und wir haben in der Tat sehr gut diskutiert und ich empfinde große Unterstützung für die Themen. Deswegen möchte ich gerne eine kurze Einordnung geben. Vielleicht noch einmal der Kontext und die Herausforderungen. Der deutsche Profifußball steht trotz teilweise sehr unterschiedlicher Interessen, Ansichten und auch Ausgangslagen gemeinsam vor der ganz großen Herausforderung, erfolgreich in die Zukunft zu führen und zu gehen. Und dabei gilt es, den Spagat zu meistern zwischen Wachstum auf der einen Seite, aber vor allem der gesellschaftlichen Verankerung und der gesellschaftlichen Verantwortung sowie der nationalen und internationalen Präsenz und auch Relevanz. Und dafür haben wir einen mehrstufigen Strategieprozess gestartet. Ich hatte schon im Anschluss an die letzte Mitgliederversammlung am 30.05. dazu ein paar Worte gesagt. Es geht darum, Zukunftsszenarien für strategische Wachstumsfelder für die Liga zu erarbeiten, zu eruieren und den Clubs einen Überblick zu geben, was die Optionen sein könnten, mit denen wir gemeinsam in die Zukunft gehen. Wir haben dafür vom Präsidium eingesetzt, eine Arbeitsgruppe aufgesetzt, in der wir gemeinsam diese Zukunftsoptionen bewerten und erarbeiten. Und wir haben heute den Clubs ein Update zu dem Prozess vorgestellt. Und wichtig, wenn wir von Wachstumsoptionen sprechen, dann gibt es dererlei unterschiedliche. Es gibt große und kleine. Und wenn wir von Partnern sprechen, dann geht es uns nicht nur um Geld, sondern es geht uns vor allem auch darum, möglicherweise einen Partner zu gewinnen, der uns auch helfen kann mit Know-how und mit Expertise, um in strategischen Feldern schneller zu wachsen. Wir hatten dazu heute einen sehr guten Austausch, eine gute Diskussion und die interne Vorbereitung ist abgeschlossen. Wir werden jetzt nach der Unterstützung heute und dem, was wir auch von den Clubs mitbekommen haben, in den formalen Prozess starten. Das heißt, wir werden schauen, wie eine mögliche Partnerschaft aussehen könnte. Dazu gibt es noch keine Vorfestlegung und wir werden diese Vorfestlegung auch nicht vornehmen, sondern werden zurückkommen an die Clubs und denen Optionen aufzeigen. Wir werden uns jetzt Experten an die Seite holen, mit denen wir in diesen Prozess gehen. Und über die Ergebnisse werden wir das Präsidium, aber auch die Clubs in den kommenden Monaten intensiv informieren. Das werden wir, wie auch heute, zunächst intern tun, bevor wir dann mit unseren Entscheidungen oder mit Optionen oder Szenarien in die Öffentlichkeit gehen. Ja, zu den Hintergründen und auch dem Handlungsbedarf habe ich mich bereits geäußert. Die Bundesliga muss international wettbewerbsfähig bleiben, um nicht abgehängt zu werden. Und das ist wichtig, denn die DFL und auch die Clubs agieren wirtschaftlich, ob gewollt oder ungewollt, im globalen Kontext. Das haben wir heute noch einmal ganz explizit aufgezeigt, sei es in den internationalen Wettbewerben, auf dem Transfermarkt, bei der Vermarktung von Clubrechten sowie bei den zentralen Medienrechten, im Kampf um die Aufmerksamkeit von Fans und in allen Dimensionen. Es gibt heute keine abgegrenzte nationale Sicht mehr auf unser Fußball, sondern es ist alles eine globale Sicht und da müssen wir wettbewerbsfähig bleiben. Und dazu sehen wir, dass die anderen europäischen Ligen, mit denen wir uns natürlich im Wettbewerb befinden, nicht nur andere Regularien haben, sondern dass sie sich auch massiver Kapitalflüsse bedienen und dass es Investitionen gegeben hat, die das Spielfeld einfach verändern. Und genau deswegen haben wir diesen Strategieprozess auf den Weg gebracht, um Wachstumsoptionen auf strategischen Feldern zu identifizieren, zu bewerten und dabei unseren eigenen Weg zu gestalten. Unser eigener Weg bedeutet, 50+1 wird natürlich bleiben und wir werden mit unseren Mitgliedern bewerten gemeinsam, welches ist der Weg, in den wir gehen wollen und welches nicht. Wir werden unseren eigenen deutschen Weg finden, denn wir können nicht links und rechts kopieren, wir können links und rechts lernen, aber unsere Liga ist besonders, unser Fußball ist besonders und deswegen brauchen wir auch eine besondere Lösung. Noch einmal zusammengefasst, wir werden den Prozess jetzt konkretisieren und fortführen. Wir haben heute breite Unterstützung dafür erhalten und die Entscheidung werden wir immer gemeinsam mit den Clubs abstimmen. Für uns ist es wichtig, nochmal unsere eigene Lösung, wir werden es für uns bewerten, nicht alles, was möglich ist, wird gehen. Und wir werden keine anderen Ligen kopieren, sondern unseren eigenen Weg finden und die Dinge so priorisieren, wie wir für uns passen. Denn wir werden diesen Weg als Liga gemeinsam gehen und werden da mit den Clubs eng im Gespräch bleiben. Vielen Dank. Vielen Dank, Donata. Dann kommen wir zu Ihren und euren Fragen. Dazu bitte kurzes Handzeichen und dann an einem der Mikrofone stellen. Khaled Nara für
Sportschau.de macht den Anfang. Guten Tag. Ich habe genau eine Anschlussfrage zur 50-plus-1-Regel. Der Bernd Neuendorf als neuer DFB-Präsident hat ja jetzt klar gesagt, wie auch er zur 50-plus-1-Regel steht. Der Prozess ist aber auch derzeit mit dem Bundeskartellamt natürlich Diskussion um die Ausnahmegenehmigungen. Wie bewerten Sie den Stand in dieser Diskussion und die Aussicht, wie das Ganze ausgehen wird? Ja, vielen Dank für die Frage. Wir sind in der Tat natürlich seit Jahren mit dem Thema 50-plus-1 und Ausnahmegenehmigung befasst. Wir haben den Mitgliedern am 30.05. ein Prozessupdate gegeben. Wir sind in intensiven Gesprächen mit dem Kartellamt, mit den Clubs, mit Ausnahmegenehmigung, mit dem Präsidium. Und wir werden diese Schritte weitergehen. Es ist schwierig, da jetzt einen Zeithorizont zu nennen, aber der Austausch ist gut. Und es geht jetzt darum, in dem Dreieck Schritte aufeinander zuzubewegen, damit wir 50-plus-1 und auch die Ausnahmegenehmigung so im Prinzip auch legitimiert bekommen. Gibt es weitere Fragen? Christopher, mich hier gerne auch kurz dazu sagen, an wen sich die Frage richtet. Christoph Michel von Sport 1, Herr Watz, auch hallo Frau Hopfen, Herr Watzke, Axel Hellmann wurde jetzt mit ins Präsidium gewählt von fast allen Vereinen und er hat ja bei Eintracht Frankfurt auch sehr die Digitalisierung vorangetrieben und auch immer ein starkes Wort gehabt, wie wichtig ist er in dem Kontext und wie eng ist da generell der Austausch mit ihm? Ja, der ist so eng wie mit jedem anderen der Präsidiumsmitglieder. Es ist ja kein Geheimnis, dass ich die intellektuellen Fähigkeiten und auch die Durchsetzungsfähigkeit von Axel Hellmann sehr schätze. Das tue ich aber auch natürlich bei jedem anderen. Jeder hat seine eigene Vita, seine eigenen persönlichen Eigenheiten. Und ich glaube, dass Axel Hellmann diesem Präsidium gut tut. Weitere Fragen? Maximilian Rieger für den Deutschlandfunk. Guten Tag. Frage geht an Sie beide. Wir sehen gerade überall die Folgen der Klimakrise. Gleichzeitig sprechen Sie von Wachstum, schicken die Vereine auch ins Ausland. Deswegen meine Frage, wann wird die DFL vielleicht entweder selbst auf Spiele verzichten oder darauf dringen, auf europäischer Ebene auf Spiele zu verzichten? Denn Spiele und vor allem die Anreise der Fans ist ja genau das, was den CO2-Fußabdruck des Fußballbusiness so groß macht. Genau, Sie sprechen das Thema Energieknappheit an. Wir haben heute auch die Mitglieder über unsere aktuellen Analysen zum Thema Energieversorgung der Clubs informiert. Wir haben einen Status quo aufgenommen, um zu identifizieren, wer wo, wie eigentlich welche Ausgangssituation hat, welche Energiequellen verwendet werden und sind als Clubs insgesamt, aber auch als Liga natürlich daran interessiert, hier den Know-how-Austausch zu intensivieren, denn wir alle sind uns über die Gefahren der Energieknappheit bewusst. Es ist bereits auch bei vielen Clubs einiges in Bewegung gesetzt. Ich glaube, ich kann sagen, dass alle Clubs die Relevanz der Energieversorgung und mögliche Knappheit für sich selber auf der obersten Priorität haben. Und wir werden als Fußball sicherlich da alles zu beitragen, was wir beitragen können. Allerdings warne ich davor, und wir haben es an anderer Stelle schon mal gesagt, jetzt hier den Fußball als Symbolpolitik zu missbrauchen. Schon in der Corona-Krise war es so, dass wir mit über 90% Impfquote deutlich besser waren als die Durchschnittsbevölkerung. Und trotzdem hat sich später die Diskussion daran entfacht, wie die wenigen Spieler, die noch nicht geimpft sind, weiter damit umgehen. Insofern, ich glaube, Maß zu halten ist hier wichtig. Und seien Sie sich sicher, das Thema Energie ist bei uns auf der höchsten Agenda bei allen Clubs. Und wir tun alles Mögliche, um auch da Einsparungen zu generieren, womöglich und sinnvoll. Danke. Also wir können, das ist gar keine Frage, auch als Club signifikant Energie einsparen. Wir haben da, wenn ich da über Borussia Dortmund, was ich aus nächster Nähe erlebe, wir haben da entsprechend schon mehrmals darüber diskutiert. Wir haben Maßnahmenpaket auch beschlossen und wir können sicherlich 15, idealerweise noch mehr Prozent Energie einsparen. Wenn Sie allerdings die Erwartungshaltung haben, dass wir jetzt uns dafür einsetzen, dass wir die Europapokalspiele abschaffen, muss ich enttäuschen. Das wird es nicht geben, sondern wir werden verantwortungsvoll und sinnvoll mit der Sache umgehen. Aber unser Geschäftsprinzip, es ist genau wie bei jedem anderen Wirtschaftsunternehmen, unser Geschäftsprinzip basiert nun mal darauf, dass wir auch gegeneinander spielen.
Und das ist auch eben damit Dinge verbunden, die dann so sind, wie sie sind. Aber wir gehen sehr verantwortungsvoll damit um und werden uns deutlich da auch versuchen, so viel wie möglich da einzusparen. Gibt es Sebastian Wessling für die Funke Mediengruppe mit der nächsten Frage? Das ist eine Frage, die richtet sich an Frau Hopfen. Eine der Fragen, die viel diskutiert werden aktuell, oder eine der Zukunftsfragen, ist ja auch der Grundlagenvertrag mit dem DFB. Inwiefern war das heute Thema? Gab es dazu Diskussionen, Beschlüsse, Vorhaben? Wie sieht es damit aus? Das war heute nicht Thema. Wir haben es kurz angerissen als eines der anstehenden Themen für die neue Wahlperiode des Präsidiums. Ansonsten war das heute kein Thema. Es wurde von Bernd Neuendorf natürlich auch als ein Thema aus seiner Seite kommentiert, aber es gab keine Diskussion und auch keine ansonstige Auseinandersetzung mit dem Thema. Jürgen Koss, Ruhrnachrichten. Ja, guten Tag zusammen. Als ein Feld mit großem Wachstumspotenzial gilt die internationale Sichtbarkeit, die Auslandsvermarktung der Bundesliga an sich. Welches konkrete Potenzial sehen Sie da noch, verglichen mit dem Status quo, Frau Hopfen? Und vielleicht daran anschließend, Herr Watzke, welche Forderung, welche Verantwortung gebührt damit auch jedem Einzelnen der 36 Profiklubs, um sich eben für die Bundesliga auch im Ausland einzusetzen? Ja, die Internationalisierung ist eines unserer identifizierten Wachstumsfelder. Wir haben sicherlich die Möglichkeit, einfach in den großen Ländern, für die es Präsenz zu haben gilt, noch präsenter zu sein. Große Märkte, der asiatische Markt, chinesische Markt, Amerika, Südamerika, aber auch der Mittlere Osten und Nordafrika sind Länder, in denen wir kleinere Büros haben, aber wir nicht in dem Maße präsent sind, wie man da sicherlich präsent sein kann. Gleichzeitig haben wir heute ja darüber gesprochen, wie positiv die Botschaften sind, die Clubs aktuell senden, indem sie in unsere wichtigen Regionen reisen. Sportliche Erfolge führen auch dazu, dass wir sichtbarer werden. Und all das Hand in Hand. Wir haben einen Maßnahmenkatalog im Rahmen unseres Strategieprojektes identifiziert und werden den jetzt umsetzen. Sehen wir doch erhebliche Potenziale und sehen auch die Verantwortung, die Liga in der internationalen Kontext sichtbarer zu machen und dann auch mit Vermarktungserlösen entsprechend nachzukommen. Ja, und dass die Clubs da mitziehen müssen, ist ja auch völlig klar, auch mitziehen wollen. Wir müssen, wir brauchen am Ende des Tages, da müssen wir nicht drum herum reden, wenn wir massiv in dieses von uns identifizierte Wachstumsfeld investieren wollen, brauchen wir natürlich auch das entsprechende Kapital. Da werden wir ja die nächsten Monate sicherlich noch einiges zu sagen. Wir müssen aber auch dann die Präsenz erhöhen. Wir müssen aber, kann nicht sein, am Ende des Tages, dass dann in der Sommerpause 14 Premier League Clubs die Kernmärkte bespielen und dann nur ein oder zwei aus der Bundesliga. Das müssen wir aber auch dann bereit sein zu incentivieren. Ja, nicht nur zu intensivieren, sondern auch zu incentivieren. Und ja, das ist am Ende des Tages, aber auch, glaub ich, Common Sense, dass das dann dass das der Weg ist. Christopher Michel von Sport1 nochmal bitte. Frau Hopfen, eine Herausforderung wird sicherlich auch die diesmal sehr lange Winterpause. Man hörte, wenn man mal mit dem einen oder anderen Vereinsvertreter gesprochen hat, dass man irgendwie immer noch so ein bisschen im Dunkeln tappt. Wie fühlt man dann diese, ich weiß es nicht, wie viele Wochen es sind, fast 3 Monate aus? Gibt es da schon Ideen? Sind da jetzt schon auch Sachen vorangetrieben, dass man da auch Vereinen hilft oder was in die Hand gibt? Ja, vielen Dank. Wichtige Frage, weil wir es natürlich mit einer besonderen Saison zu tun haben. Unterbrechung von Mitte November bis in Ende Januar, also 2 Monate und etwas. In der Tat sind wir mit den Clubs im engen Austausch, wie man diese Lücke füllen kann, indem man zum Beispiel Freundschaftsspiele durchführt, hier in Deutschland, aber auch gerne international. Wir haben das Thema im Präsidium vorvergangene Woche diskutiert und sind dabei, auch das jetzt in Strukturen zu gießen. Es gibt viele Clubs, die uns gegenüber Interesse gezeigt haben, international präsent zu sein und eben auch zu spielen während der Abstellperiode. Und wir sehen das als große Chance, gerade unsere Partner auch mit zusätzlichen Inhalten zu versorgen, weil für unsere Vermarktungspartner Sky und DAZN ist natürlich eine lange Winterpause schwieriger als sonst über den Winter zu kommen. Insofern ist da ein gutes Dreieck zwischen DFL, Clubs und auch den Medienpartnern entstanden. Und wir werden diese Lücke so gut wie möglich füllen, wissend, dass parallel noch eine Weltmeisterschaft läuft. Letzte Frage bitte. Markus Bark.
Hallo zusammen. Eine Frage an beide vielleicht. Herr Watzke, um Common Sense aufzugreifen. Sicherlich ist eine Liga, die spannend ist, viel besser zu vermarkten noch im Ausland als das, was wir seit 10 Jahren jetzt sehen. Gab es vielleicht mal Ansätze, auch darüber zu diskutieren, den Modus zu ändern, die Liga spannender zu machen? Oder ist es so kategorisch wie bei 50+1, es bleibt so, wie es ist? Die Frage ist ja, ob es bleibt so, wie es ist. Und das muss man natürlich auch im Auge behalten. Aber ich halte auch ehrlich gesagt nichts davon, das übers Knie zu brechen. Weil, wenn wir ganz ehrlich sind, es spricht schon relativ viel dafür, dass derjenige, der nach 34 Spieltagen Meister wird, es auch verdient hat. Und auf der anderen Seite, wenn wir aber irgendwann mal sehen, dass es vielleicht einer Ultima Ratio bedarf, dann werden wir gut daran tun, das mal intern unter den Clubs zu diskutieren, idealerweise nicht vor ihren Augen. Und das sehe ich aber aktuell überhaupt nicht. Ich glaube, dass wir die nächsten Jahre keine Modusänderung erwarten können. Und wenn, wie gesagt, werden wir es intern diskutieren, werden es intern auch evaluieren. Und aber wenn Sie mich jetzt in der näheren Zukunft, sehe ich das nicht. Ich glaube, die Frage ist hinreichend beantwortet. Jan-Christian Müller von der FR hatte die nächste. Ja, ich hätte noch mal eine Frage zu der Partnerschaft, von der Sie sprachen, Frau Hopfen, für die Zukunft, dass man einen Partner findet, der auch mit Expertise und Know-how an Ihrer Seite steht. Ist es überhaupt noch ein Zweifel, dass man so einen Partner braucht? Wird das überhaupt noch diskutiert oder geht es nur noch darum, welcher Partner das ist und wie sieht dieser Transfer von Know-how und Expertise aus? Was wird dann noch benötigt? Und Geld ja wahrscheinlich auch, wenn ich Herrn Watzke eben richtig verstanden habe. Ich glaube, wir haben Einigkeit darüber, dass wir Handlungsbedarf haben. Das haben wir heute dargelegt und das ist auch heute entsprechend gutiert worden. Es ist allerdings keine Vorfestlegung erfolgt und die Clubs werden für sich entscheiden, ob sie einen Partner wollen, wenn ja, welchen Partner sie wollen und in welcher Dimension wir einen Partner an Bord nehmen wollen. Dafür gibt es einen strukturierten Zeitplan, wo wir die Clubs immer wieder abholen werden, mit ihnen diskutieren werden und auch entsprechende Beschlüsse der Clubs uns einholen werden. Das heißt, es ist noch keine Entscheidung getroffen, aber wir erkennen bei der Arbeit in diesem Strategieprojekt, dass wir viele Handlungsmöglichkeiten haben. Einige davon erfordern Geld und das Thema strategisches Know-how wird uns bei fast allen Themen helfen, Dinge zu beschleunigen und einfach nochmal einen anderen Ansatzwinkel zu finden, den wir so in der Vergangenheit nicht hatten. Gibt es noch eine letzte Frage? Khaled, ich glaube, deine Hand war zuerst oben, aber das müsst ihr dann unter euch ausmachen. Ja, noch eine Frage, die natürlich immer wieder diskutiert wird, ist die Geldverteilung in der Bundesliga, auch immer sehr emotional diskutiert wird. Anschließend an die Frage von Markus Bark ist auch nochmal darüber diskutiert worden, ob der Schlüssel verändert werden soll, werden kann. Eine sehr schwierige Diskussion, wie ich weiß. Es gibt ja auch Modelle in den Niederlanden zum Beispiel, muss ja ein Teil des Geldes aus den UEFA-Einnahmen abgegeben werden, die dann anders verteilt werden. Ist mal darüber gesprochen worden zuletzt wieder, ob künftig der Schlüssel anders aussehen soll, um eine weitere Möglichkeit zu schaffen, dass es ein bisschen enger wird? Also die Möglichkeit, wenn wir jetzt mal definieren, was Sie mit enger meinen, dann können wir ja davon ausgehen, dass Sie Platz 1 bis 2 meinen. Momentan ist es ja noch eng. Aber ich verstehe natürlich, was Sie meinen. Nur es wird keine Geldverteilung geben. Ich bin ohnehin kein Freund davon, dass wir jetzt ein Modell, was wir sehr lange dann auch kontrovers diskutiert haben und dann irgendwann gemeinsam Nenner gefunden haben. Aber wenn wir das in irgendeiner Weise modifizieren würden, das hat auf den Platz 1 und 2 überhaupt keinen Einfluss. Also da lösen Sie sich mal bitte davon. Da geht es mittlerweile, die Differenz ist so groß, die kriegen Sie mit keiner Geldverteilung der Welt in irgendeiner Weise gelöst. So kannst du natürlich jetzt sagen,
alle anderen sollen auf erhebliche Summen verzichten, dass der Zweite, Dritte und Vierte das dann alles kriegt, damit er vielleicht das Gap zu Bayern München etwas schließen kann. Aber ich betone, etwas schließen kann. So viel Geld kannst du gar nicht einnehmen, wie du das brauchst, um das generell zu schließen. Das wird aber niemand ernsthaft in Erwägung ziehen, weil du kannst ja nicht den Clubs von 5 bis was weiß ich wohin dann sagen, ihr kriegt jetzt mal ein bisschen weniger, damit 2, 3 und 4 entsprechend gestärkt werden, damit wir vielleicht dann am Ende mal einen anderen deutschen Meister, das funktioniert so nicht. Und demzufolge bin ich immer vorsichtig, dass die Geldverteilung wird immer ein Thema sein, ist jetzt aktuell überhaupt kein Thema gewesen, um Ihre Frage auch zu beantworten, aber das Thema Dauermeister Bayern München werden wir dadurch nicht gelöst kriegen, das ist auch völlig klar. Vielleicht darf ich da noch kurz anschließen. Also die Geldverteilung spielt natürlich dann wieder eine Rolle, wenn wir vor allem in die nationale neue Medienausschreibung gehen. Das ist in 24 der Fall. Danach geht es wieder um das Geld, was verteilt werden muss. Aber das war heute einfach kein Thema. Also war kein Thema. Gut, vielen lieben Dank an Sari Matzke. Vielen Dank, Donata Hopfen. Vielen Dank Ihnen und euch für die Aufmerksamkeit, für die Anwesenheit hier in Dortmund, fürs Zuschauen am Livestream. Kommen Sie alle gut nach Hause und noch einen schönen Tag. Vielen Dank. Dankeschön.